Moin. Wenn's das Telefon nicht schon gegeben hätte, wäre es jetzt bei Corona erfunden worden. Du kannst dich mit Leuten unterhalten, ohne dass sie dich anspucken. Man könnte also sagen, der Fernsprecher ist der Vorläufer der Maske, außer dass man das Teil nicht nach jedem Gespräch wegschmeißt. Obwohl, gibt's hier nicht auch schon diese Einweg-Handys? Wird immer bekloppter, die Welt. Hinter der Maske kann man beim Gespräch seinen Gesichtsausdruck verstecken, in dein Telefon sogar sich komplett. Das ist ja das Schöne. Man kann da im Schlüpper sitzen oder sogar mit nix an. Kriegt der Gesprächsteilnehmer nix von mit. Wenn man leibhaftig mit anderen sprechen wollte, dann traf man sich auf neutralen Terrain, sagen wir mal Büro. Und wenn man aus dem Haus ging, dann zog man sich was an und bohrte auch nicht im Zinken rum, wenn man im Meeting saß. Nun sind diese beiden Bereiche aber vermischt worden in der Corona-Zeit. Die Fremden kommen über Videokonferenz zu dir in dein Haus. Schöner Mist. Du musst dich rasiert und gebügelt vor deinen Computer setzen. Untenrum hast du noch Freiräume, sagen wir mal Schlüpper, aber oben alles picobello. Und du musst noch auf andere Sachen achten. Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte, besonders wenn es bei der Videokonferenz hinter dir an der Wand hängt. Also Miss September aus dem Playboy würde ich abhängen. Aber auch ganz harmlose Sachen wie die Siegesurkunde der Bundesjugendspiele 1968 ist nicht das, was man bei einem modernen Mitarbeiter erwartet. Selbst die Tapete ist nicht neutral. Wer noch eine mit Muster hat, sagen wir mal Wildtiere unserer Heimat, sollte die vor der Konferenz noch mit einer Rolle Raufaser zuhängen hinter sich. Da siehst du mal, was das Telefon dagegen eine menschenfreundliche Erfindung ist. Andererseits macht so eine Konferenz im Internet, die macht ja auch viel Rumgedüse über Autobahnen überflüssig. Schon vor Corona hat man sich gefragt, wo die alle hin wollten, die da täglich von A nach B brettern. Ich habe einen Termin, hieß es. Und wenn man fragte, ob er da den Abfluss reparieren müsste oder ein neues Fenster einbauen, nö, sagt er dann, wäre bloß ein Gesprächstermin. Das merken die Leute erst jetzt bei Corona, was das für ein beklopptes Wort ist. Ein Gesprächstermin. Über 100 Jahre nach Erfindung des Telefons bügeln die zig Kilometer wohin, bloß um mit jemandem zu quasseln. Gut, dass dieser Blödsinn ein Ende hat. Aber warum man nicht einfach telefoniert, sondern sich gegenseitig beim Telefonieren auf den Computer zugucken muss, das habe ich nicht begriffen. Ein Kontakt von Mensch zu Mensch ist es ja so auch nicht. Aber muss ja jeder selber wissen. Manche können aber auch gar nicht mehr unterscheiden, was eine Videokonferenz ist und was bloß eine Videoübertragung. Unsere Oma zum Beispiel guckt sonntagmorgens über den Gottesdienst vom Pastor auf ihren Seniorencomputer. Und dabei hüstelt sie genauso verklemmt wie in der Kirche. Ich sag, Oma, der Pastor kann dich nicht sehen und auch nicht hören. Das ist wie Tagesschau, nicht wie Telefon. Kannst du nichts dran machen. Seit unsere Oma den alten Nachmittag per Videokonferenz mitgemacht hat, glaubt sie wieder, dass alle aus dem Fernsehen sie beobachten. So viel zur gesteigerten Medienkompetenz durch Corona. Alles dummes Zeug. Runterbleiben!